Frage ist, ob man aus diesen Netzen eine Pyramide bauen kann. Und hier habe ich schon mal das Problem, dass diese zwei blauen Seiten nicht gleich lang sind. Die treffen sich nicht in einem Punkt. Also hier, nein. Ja. Das schaut eigentlich, B schaut viel schöner aus, wenn ich das zusammenbaue. Ja, die geben sich eine Pyramide, aber es fehlt hier so die Grundfläche. Die fehlt. Deswegen ist es auch ein Nein. Also das wäre eine Pyramide ohne Grundfläche. Dann habe ich hier. Ja, schaut gut aus, aber wenn ich das einklappe, das ist zu kurz. Das ist oben offen. Ja, also auch nein. Das nächste ist diese hier. Ja, das kann ich wieder zusammenbauen, aber das ist offen. Ja, also das ist so eine ägyptische Pyramide ohne Grundfläche. Also ich bräuchte hier noch so eine Grundfläche. Also nein, keine Pyramide. Dann habe ich hier. Ja, wird fast gut ausschauen, aber ich fürchte, dass die wieder unterschiedlich lang sind. Ja, es geht auch nicht. Nee, unterschiedlich lang. Also nein. Stopp, zurück. So, dann die letzte. Gut. Also das ist hier gleich lang. Das ist auch gleich lang. Und der ist gleich lang. Nächster Punkt. Stimmen die Lote? Also wenn ich jetzt hier so ein Lot fälle. Ja, und hier so ein Lot fälle. Da ist hier ein Punkt und hier ein Lot. Ui, ja, das funktioniert. Also das erste ist dieses gleich lang. Und das zweite sind die Lote. Die Lote müssen sich in einem Punkt treffen und oberhalb von diesem Punkt ist die Spitze und das Ganze ist schief, aber hier ein klares Ja. Das Ding ist, das wird eine Pyramide als einziges von allen.